Am 17. April ist der Hallische FC bei Viktoria Köln zu Gast. Nach 5 Siegen und einem Remis aus 6 Partien stimmt die Atmosphäre bei den Gastgebern. Und Kapitän Mike Wunderlich weiß, warum das so ist. Ich glaube, jeder, der Fußball spielt, weiß, wenn du Erfolg hast und die Spiele gewinnst, dann steigt auch die Stimmung in der Truppe. So ist es bei uns auch. Wir arbeiten unter der Woche zwar sehr intensiv, aber der Spaß ist da. Ich glaube, jeder, der uns auch täglich im Training sieht, sieht, dass wir Spaß haben, dass wir gut drauf sind. Und das zeigt sich dann auch am Wochenende immer in den Spielen, dass wir das umsetzen. Aber über allem steht natürlich dann auch immer, dass wir die Spiele gewinnen. Und das tun wir aktuell und umso mehr Spaß macht's. Sollten die Höhenberger gewinnen, stünden sie bei 46 Punkten. Damit wäre der Klassenerhalt so gut wie sicher. Und dann, Mike Wunderlich? Und dann sollte unser Zielklassenerhalt dann auch durch sein. Und dann haben wir 6 Spiele, wo wir dann auf das nächste Ziel hinarbeiten. Und das, denke ich, ist dann ein gutes Ziel, dass man sagt, man übertrumpft die Punktemarke von der letzten Saison.